Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Bioshock und sind, ja, mittlerweile haben wir die Telekinese und sind jetzt hier, dass wir da diesen Doktor sehen, aber, das war's auch. Oh, was haben wir hier? Schrot nehmen wir auf jeden Fall, können wir gegen den Doktor sicherlich gebrauchen. Eine Lagerkiste ist nichts mehr, darunter ist auch nichts mehr. Und er sieht uns nicht, oder das ist ihm völlig egal. Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Ich komm da nicht rein. Sie hält einfach nicht still. Ich will doch, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Die hier, zu fett. Die da, zu groß. Jene, zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. 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 Nur... Hässlich! Ja, ich seh's. Sieh dich an, widerlich. Moment, das kriegen wir hin. Ja, Moment, komm mal hier raus. So. Danke fürs... Wow. Genau in dem Moment muss ich nachladen, oder wie? Widerlich. Komm, wo ist mein Roboter? Okay, hier könnte ich mich heilen. So, ich habe eine Antiperson-Ding. Wo ist er? Wo bist du? Zeig dich. Mein Roboter ist auch irgendwie weg. Oh, dann durchsuchen wir hier mal die Schränke. Kann ja nicht... Oh, ich kann den Verbandskasten nicht... Auf! Wow! Ja, nimm erstmal so eine Spritze. Das ist sehr gut. So, das hat geholfen. So. Ich hab dich erwischt, Kollege. Und jetzt? Notschlüssel. Dr. Steinman besiegt. 47 Antipersonen und 40 MG-Patronen. Wurde auch langsam Zeit, dass sich jemand um diesen kranken Sitzkerl kümmert. Vergiss Steinmans Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Ich mach mich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Jo, wenn du das sagst. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die normalen MG-Patronen. Ja, das sieht doch gut aus. Dann hacken wir nochmal eben den Safe hier. Das Ding wäre nicht schlecht. Dann das Ding da rein. Das machen wir dann da rein. Ich verliere nur gerade ein wenig die Übersicht. Danke. Nein. Das Ding soll dahin. Das Ding soll hier hin. Und das Ding muss ich hier hin tun. So. Was haben wir da drin? Na toll, ganz viele Verbandskästen, die ich nicht benutzen kann, weil ich schon voll ausgerüstet bin. Das ist doch zum Heulen. So, Dr. Steinman haben wir... Ich wünschte, ich hätte mal eine Lampe oder so. Hilft mir auch nicht. Lagerding ist auch zu. Hier ist auch alles zu. So, die Leiche hier kann ich aber bestimmt noch... Was? Tagebuch? Das will ich doch gar nicht. Die Naht hätten wir und fertig. Die Nase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor? Hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Doktor, hören Sie auf zu schneiden!
Okay, er wurde irgendwann wahnsinnig. Schön zu wissen. Den Notausgangsschlüssel. Wo war denn jetzt der Notausgang? Ah, der war hier drüben. Stimmt, da war ja irgendwie was. Trotzdem ist da noch dieses Ding, wo ich nicht reinkomme. Warum auch immer. Müssen wir uns jetzt mal genauer angucken. Bist du wohl ruhig? Mann! So. Was hat die? Dollar hat die. Na toll. Was hatte die? Kartoffelchips ein paar. Okay. Wo ist jetzt da einer? Ach, das ist immer noch der von vorhin. Moment, das Ding habe ich gerade nicht bemerkt. Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Na, komm mal her. So. Du hast mich aber lang genug da oben aufgeregt. Hier kann ich noch was kaufen, aber was denn? Ja, nett. Hier heilen wir uns nochmal bitte einmal. Wobei hätten wir auch kostenlos hinkriegen können, weil wir haben ja da hinten noch so viele Verbandskästen, aber dann hätte ich wieder zurücklaufen müssen. Was war das? Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Was ist jetzt los? Was denn? Wow. Wow. Was ist das hier? Ist dieses Teil jetzt kaputt? Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Moment, ich versuch's ja gerade. Nur du und ich und all das leckere Adam, das ich trinken kann. Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihr nicht weh! Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier, es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Okay, und was habe ich jetzt bekommen? Was habe ich jetzt bekommen? Was habe ich denn jetzt bekommen?
Entscheide dich, ob du die Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam. Dafür hat Tannenbaum dir für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Okay. Die Frage ist, wie entscheide ich mich? Ach so, haha, Moment. Ausbeuten oder retten? Okay, ich war immer einer der Lieben. Wir retten sie. Danke. Danke. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Zeit fürs heuer Bettchen, Mr. B. Tannenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Wofür brauche ich denn das Adam? Wenn du wieder mal auf so einem Gatherers Gartenautomat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Moment, ich sehe gerade Zorn. Macht das Ziel wütend und lässt es jemand anderen außer dir angreifen. Körperpanzerung verringert alle psychischen Schäden. Eve-Link, Verbandskästen verleihen auch Eve. Okay, Gesundheitsupgrade erhöht ihre maximale Gesundheit. Eve-Upgrade erhöht ihre maximale Eve. Jetzt sehe ich das. Okay, diese Dinger kosten Adam. Jetzt verstehe ich das. Erhöht die maximale Gesundheit, verringert alle physischen Schaden, macht das Ziel wütend und lässt es jemand anderen außer dir angreifen. Ich wäre jetzt für eine Körperpanzerung, aber ich bin auch für dieses, für ein Gesundheitsupgrade, deswegen ein bisschen schwierig. Verbandskasten haben wir hier. Eigentlich ist das Problem nicht meine Gesundheit. Ich muss nur hin und wieder mal dran denken, zu regenerieren, aber das ist dann auch alles. Ich würde mal fast sagen, wir machen... Zorn klingt irgendwie interessant. Und dann... Okay, wir machen Zorn. Zorn wurde für die ungewisse Umgebung von heute entwickelt und sorgt dafür, dass deine Opfer vergisst, auf wessen Seite es steht und deshalb jeden in seiner Nähe angreift, werde aber nicht selbst zum Opfer. Ach, verdammt, ich hätte mir... wir machen das mal in Gendatenbank lagern. Dann Körperpanzerung. Das packen wir am besten mal hier rein. Und dann Eve-Link. Okay, mein Fehler. Entschuldigung. Pech gehabt. Wir haben immerhin die Körperpanzerung. Ein nettes Spielzeug. Und wo kommen wir jetzt hier lang? Achso, wir kommen wieder zurück. Nett. Was ist jetzt mit dieser Tannenbaum? Muss man die irgendwie kennen, oder? Hallo? Ich wollte alles an mich nehmen. Ich hab... Panzer brechen. Ich hab zu viel... Moment, darf ich mal eben... Ich habe zu viel panzerbrechende Munition. Kann ich das wissen, dass ich hier... Naja. Ich weiß ja nicht, welches Ding immer einen Panzer hat und was nicht. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigene Bedürfnisse. Entschuldigung, ordinärer Kleiner. Ich hoffe, es war eine vergnügliche Nacht. Danke. Du bist nun soweit. Zeit für dich ist, mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Bitte. Du sollst Zucker schlecken, aber nur so kommst du an die Little Sisters an und an das Adam, das sie bei sich tragen. Bist du verrückt? Weit davon ist noch eine Little Sister. Um das Adam von ihr zu erhalten, musst du dich zuerst um ihren Big Daddy kümmern. Ich glaube, ich spinne. Wow!
Was ist das? Darf ich mal bitte... Moment. Darf ich mal bitte... Darf ich mal bitte... Wow. Da hat man ja keine Chance. Alter, wie geht der denn auf einen ab? Wir sind hier unten. Jetzt weiß ich, wo wir sind, aber... Das ist doch nicht mehr normal. Das ist ein ionischer Schrot, nett, aber... Wo ist dieses Big Daddy-Ding jetzt? So. Jetzt mal ganz ruhig. Wow. Darf ich mal ganz kurz? Wow, 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 wow. Das ist nicht wahr! Wie soll ich denn das gegen den Typen schaffen? Der stürmt mal ebenso auf mich los. Hallo, hallo! Was ist jetzt los? Wieso? Wieso hat er geschossen? Mein Ding. Und wieso bin ich in... Irgendwas ist, stimmt jetzt gerade gar nicht. So, ich heil mich mal eben. Ich komme hier gerade gar nicht mehr klar. Also mein panzerbrechendes Ding ist ja wohl das Mindeste. Wo ist denn jetzt dieser Big Daddy? Wow. Bist du wohl ruhig? So. Hol dir das Adam von der Kleinen, ey. Wie viel kriegen wir? Na, nur 80. Ja, nett, das... Wieso... Nimm das Dollar, oder... Mein... Jetzt mal bitte ganz ruhig. Verbandskasten bitte einmal. Ein paar E-Spritzen bitte. MG-Patronen sind nicht schlecht. Und panzerdurchbrechende Dinger. Jetzt bin ich zwar fast pleite, aber ich habe ja keine andere Wahl. Ich höre aber noch... So, ich habe jetzt auf jeden Fall Adam. Damit kann ich hier nochmal was kaufen. Und ich bin ganz extrem für ein Gesundheitsupgrade. Meine Treffer war okay, danke. Okay, ich glaube, der andere ist der von da drüben. Der interessiert mich nicht. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Okay. Die ist auch geklärt. Moment. Hier lang. Das klingt richtig übel bei dem Big Daddy da.
Okay, wir haben einen Big Daddy auf jeden Fall jetzt gekillt. Dann laden wir nochmal eben kurz unser Ding auf. Sag mal. Ja. So, dann nehmen wir nochmal die Kohle mit. Das Einzige, was mich jetzt wurmt, ich will da nochmal rein. Aber da komme ich nicht rein. Kann ich damit irgendwie... Moment. Moment. Ich hab's hochgehoben. Aber ich habe ja, ich hab mir den vollen Verbandskasten gekauft, ich Idiot. Naja. So, gehen wir hier wieder zurück. Notausgang. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Nee, ich wollte jetzt die normalen Pistolen links wieder haben. Ich glaube, ich bin gerade falsch, oder? So in etwa. Wo ist der Typ jetzt? Bist du wohl... Boah, Moment. So. Ach, komm schon. Nett. Da hat immer diese Kisten mit Granaten sind komplett leer, oder wie? Wieso komme ich da jetzt nicht rein? Ich dachte, ich muss hier rein. Ja, Moment. Jetzt will ich aber erstmal wieder die normalen Dinge haben. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Okay. Also, wir haben hier das Ganze erreicht. Ich denke mal, wir werden das Ganze hier einmal speichern. Mit einem neuen Speicherstand. Ich denke, auf dem Weg dorthin würden wir das ausschaffen, aber ich weiß nicht, wie viele Sequenzen es jetzt noch dauern wird. Deswegen speichern wir einfach so ab. Werden das Spiel dann an dieser Stelle beenden. Und, da sehen wir auch schon Little Sister. Wir haben zwei gerettet. Dafür haben wir aber links kein Adam mehr. Macht aber, glaube ich, nichts, denn ich bin eher dafür, die zu retten. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Zusehen. Ja, ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Also, wir werden diesen Part an dieser Stelle beenden. Ich werde auch das Spiel hier beenden und erstmal einen Cut für mich ansetzen. Wir haben einiges erlebt. Also, ich habe hier ein paar Momente gehabt, da ist mir der Atem echt stecken geblieben. Und wir haben auf jeden Fall einiges in Erfahrung gebracht. So viel ist sicher. Und ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Vor allen Dingen mit diesen Big Daddies, die haben so wirklich in sich. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, hoffe, es hat euch soweit gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Bis dahin.